Hallo und schönen guten Tag. Es gibt mal wieder ein Auspackvideo. Ich habe mal wieder ein Paket bekommen von dem guten Markus vom Kanal Robert Greven. Und der hat es vom Arthur Brehm. Und ich habe es geöffnet mit meinem Endura 4. Und da wollen wir jetzt mal gucken, was drin ist. War auch ein Briefchen dabei und das habe ich mal weggemacht. Hab mir erlaubt, als kleines Geschenk etwas Selbstgedrucktes und Backspacer. Vielen Dank schon mal. Jetzt wollen wir mal gucken, was da geschickt wurde. Ich weiß es ja, was da drin sein soll. Und zwar sind hier drei Messer. Und da komme ich noch extra zu. Da wollen wir mal aufmachen. Sind sehr gut verpackt. Da sollte einmal ein Para 2 drin sein. Hier ist das Teil. Und hier sollte drin sein ein Dreier, ein Para 3. Alles sehr gut verpackt. Nee, das ist kein Para 3, was da drin ist. Das ist, glaube ich, der Worker von Spyderco. Ah, ja. Jo. Seki City Japan. Spyderco USA. Ein altes Modell, das es nicht mehr gibt. Hat mir der Arthur da mal mitgeschickt. Da wird es ein Video drüber geben. Und was mich aber mehr interessiert, ist dieses Messer von diesem jungen Messermacher. Da wird es definitiv ein Video geben. Saubere Sache. Schönes, schönes Messer, aber da gibt es ein extra Video. Ich will das nur mal kurz in die Kamera halten, damit die Jungs auch sehen, dass alles gut angekommen ist. Und hier werde ich mal ein paar Vergleiche anstellen zu anderen Spyderco, die mir persönlich, wie soll ich sagen, besser liegen als das Para Military 2. Das hatte ich ja schon mal selbst und habe es abgegeben, weil ich da einfach nicht mit zur Rande kam, und zwar mit der Beschichtung. Das hier werde ich mich mal schlau machen. Das ist der Worker, glaube ich, von Spyderco. Jo, das wäre es an sich schon gewesen. Ein kleines Unboxing von Messern, die ich zum Befummeln und Testen bekommen habe. Jo, dann freut euch auf die Videos. Bis zum nächsten Mal, deine. Tschüss. So kann es gehen, Leute. Das Wichtigste habe ich wieder vergessen. Der gute Markus hat mir, schaut her, ein paar Zutaten zu den Messern dazu gemacht. Und das sind Griffschalen für Victorinox mit Wabenmuster, die hat er selbst gedruckt. Ganz große Klasse. Die werde ich natürlich auf zwei Messer drauf montieren. Zwei Backspacer hat er mir gemacht und zwei Zahnstocher, alle nachleuchtend. Und diese tollen Messerständer hier. Markus, das ist ganz großes Kino. Gefällt mir sehr gut. Ich darf mich nochmal bedanken. Jetzt muss ich mir natürlich was einfallen lassen für dich. Aber die Griffschalen hier sind der Kracher. Super. Die werde ich natürlich montieren. Und da werde ich euch natürlich auch ein Video zu machen.
Jo, jetzt wäre es aber endgültig zu Ende. Markus, vielen, vielen Dank auch an den Arthur für die Messer. Und auf dieses Messer hier bin ich ganz besonders gespannt. Jo, das wäre es jetzt gewesen. Bis denne. Tschüss.